Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation aus dem Deutschen Ärzteblatt vor, von Erik Hasli und Coworkers. Es geht um SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests bei Beschäftigten im Gesundheitswesen. Ein seit November 2021 eingesetztes Instrument zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Pandemie besteht in der Verpflichtung für Beschäftigte im Gesundheitswesen, regelmäßig Antigen-Schnelltestungen durchzuführen, in weiteren abgekürzt als AGST. Hierdurch sollen Infektionen bei Beschäftigten, die bereits prä- oder asymptomatisch infektiös sind, nachgewiesen werden, um Übertragung auf Patientinnen und Patienten sowie weitere Beschäftigte zu verhindern. Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, wie viele SARS-CoV-2-Infektionen durch anlasslose AGST gefunden wurden. Da mögliche inapparente Verläufe der SARS-CoV-2-Infektion einen Hauptgrund für anlasslose Testungen darstellen, sollte zusätzlich geklärt werden, wie häufig diese tatsächlich vorkommen. Von März 2020 bis Juni 2022 konnten Beschäftigte am Universitätsklinikum Freiburg bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion niederschwellig ein Angebot für eine PCR-Testung wahrnehmen. Zusätzlich mussten positive Antigen-Schnelltestungen mittels PCR bestätigt werden. In der vorliegenden Studie wurde an alle Beschäftigten, die im Zeitraum von September 2021 bis April 2022 einen positiven PCR-Befund hatten, ein Fragebogen versendet. Der Fragebogen beinhaltete den Grund für den angeforderten PCR-Test, Symptome, Kontakt zu einer infizierten Person, positive Antigen-Schnelltest, sonstige, die Angabe, ob ein Antigen-Schnelltest durchgeführt worden war und dessen Ergebnis, Vorhandensein und Art von Symptomen am Anfang und in der Folge, Alter und Geschlecht. Die Antwortoptionen konnten kombiniert angekreuzt und zum Teil um Freitext ergänzt werden. Im Befragungszeitraum wurden vom Arbeitgeber 815.443 Antigen-Schnelltestungen mit einem Stückpreis von 1,60 Euro an die Beschäftigten ausgegeben. Ergebnisse: Insgesamt wurden 2.072 Fragebögen versendet, an Frauen 64,9%, an Männer 35,1%. Von diesen wurden 750 zurückgeschickt, wovon 738 ausgewertet werden konnten. Von Frauen 67,5%, von Männern 32,5%, Rücklaufquote 35,6%. Von 738 Beschäftigten hatten 716 einen Antigen-Schnelltest am Tag der PCR-Testung durchgeführt. In 585 von 716 Fällen, das sind 81,7%, war der Antigen-Schnelltest positiv. Davon hatten 550 Personen, 94%, Symptome am Tag des positiven Tests. Hier das Flussdiagramm zu den 716 Personen, bei denen ein Antigen-Schnelltest am Tag der PCR-Testung durchgeführt wurde. 716, davon waren ja 585 positiv, keine Symptome ohne Kontakt 24, keine Symptome mit Kontakt 11 und Symptome mit oder ohne Kontakt. Die Mehrzahl der Patienten mit Antigen, der Mitarbeiter mit Antigen-Schnelltest positiv. Von den Mitarbeitern keine Symptome ohne Kontakt, Antigen-Schnelltest positiv, keine Symptome entwickelt 7. Positiv, keine Symptome mit Kontakt 11, keine Symptome entwickelt 2. Symptome mit oder ohne Kontakt, Antigen-Schnelltest positiv bei Symptombeginn 438. Und hier Antigen-Schnelltest positiv, von denen Symptome mit oder ohne Kontakt, Antigen-Schnelltest noch negativ bei Symptombeginn, das waren 67 Symptome und vor bzw. ohne positiven Antigen-Schnelltest, das waren 173. Wenn wir hier auf die andere Ecke des Diagramms schauen, Antigen-Schnelltest negativ, das waren 131, in der Folge auch weiter negativ 15, Symptome mit oder ohne Kontakt 106. Und da waren Symptome vor bzw. ohne positiven Antigen-Schnelltest. Und hier keine Symptome mit Kontakt 25. Insgesamt 35 Personen mit positivem Antigen-Schnelltest hatten keine Symptome. Bei 24 Personen dieser Gruppe war der positive Antigen-Schnelltest der einzige Grund für die PCR-Testung. Bei 11 Personen lag zusätzlich ein Kontakt zu einer positiven getesteten Person vor. 9 von 35 asymptomatischen Personen mit positivem Schnelltest entwickelten auch in der Folge keine Symptome. 2 davon hatten einen Kontakt zu einer infizierten Person.
Somit verbleiben 7 infizierte Beschäftigte, die nur aufgrund des Antigen-Schnelltests entdeckt wurde. Das entspricht 1%. Bei 173, 24,2% Personen lag zu Beginn der Symptome noch ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis vor. Von diesen hatten 67 PCR-Tests an dem Tag veranlasst, als der Antigen-Schnelltest positiv wurde. In den meisten Fällen wurde der Antigen-Schnelltest 1 bis 4 Tage nach Symptombeginn positiv. 15 Personen gaben an, dass der Antigen-Schnelltest nie positiv wurde. Bei 40, das sind 5,6% Personen mit Symptomen, wurden mehrere Antigen-Schnellteste mit unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt. 21 gaben an, dass der Antigen-Schnelltest bei einem Nasenabstrich negativ, im Rachen jedoch positiv war. Von allen 738 Befragten gaben 12 Personen an, auch in der Folge keinerlei Symptome entwickelt zu haben. Das sind 1,6%. Die Intention für einen anlasslosen Antigen-Schnelltest besteht darin, asymptomatisch infizierte Beschäftigte zu identifizieren, um Übertragung in Gesundheitseinrichtungen zu verhindern. Es hat sich jedoch bereits früh gezeigt, dass Antigen-Schnelltestungen erst in der symptomatischen Phase und bei CT-Werten kleiner gleich 25 zuverlässig positiv werden. Eine Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat ergeben, dass der Einsatz von Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen zu keiner Reduktion von Ausbrüchen führt. Viele Beschäftigte gaben an, trotz Symptomen gearbeitet zu haben, da der Antigen-Schnelltest negativ war. Bei dieser Vorgehensweise ist von einer erhöhten Gefahr für mögliche Übertragung von SARS-CoV-2 auf Patientinnen und Patienten oder andere Beschäftigte auszugehen. Die Anzahl der nosokomialen SARS-CoV-2-Infektionen ist im Befragungszeitraum angestiegen. Von 716 durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen wurden 7 nur aufgrund eines positiven Antigen-Schnelltests gefunden. Unter der Annahme, dass sich bei den Personen, die einen Fragebogen zurückgesendet haben, um einen repräsentativen Teil der 2072 Befragten handelt, ergeben sich hochgerechnet 20 Infektionen. Darüber hinaus von 17 Personen durch einen Antigen-Schnelltest frühzeitig identifiziert, hochgerechnet ca. 47 Personen. Demgegenüber stehen 173 Personen, die durch einen Antigen-Schnelltest trotz Symptomen nicht identifiziert wurden, hochgerechnet 486 Personen. Möglicherweise haben Beschäftigte bei Symptomen und negativen Antigen-Schnelltests keine weitere Abklärung veranlasst. Daher unterstützen unsere Ergebnisse vorbestehende Daten, die zeigen, dass Antigen-Schnellteste ohne nachfolgende PCR-Bestätigung kritisch zu sehen und Antigen-Schnellteststrategien generell problematisch sind. Die verwendeten Antigen-Schnellteste wurden durch das Paul-Ehrlich-Institut mit einer Sensitivität von 100% bei CT-Wert kleiner gleich 25 angegeben. Die CT-Werte in unserer Kohorte lagen zum Teil deutlich darunter. Dies ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass die Antigen-Schnelltests aus Nasenabstrichen, der PCR-Test jedoch aus dem Rachenabstrich durchgeführt werden. Eine andere mögliche Erklärung ist die Replikationsdynamik der Omikron-Varianten. Hier nochmal die Abbildung: CT-Werte in Abhängigkeit von einem positiven oder negativen Antigen-Schnelltest am Tag der PCR-Testung. Wir sehen hier den Cycle Threshold von 13 bis 38, hier ja der kritische Wert kleiner gleich 25. Wir sehen schon, dass wir nicht unerhebliche Antigen-Schnelltestungen gerade in diesem Bereich negativ waren, trotz eines positiven PCR-Wertes mit CT-Werten unter 25. Die vorgeschriebenen Testungen von Beschäftigten stellen eine ressourcenintensive Maßnahme mit geringem Nutzen und deutlichen Risiken dar. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation im Deutschen Ärzteblatt.